Hey, wir haben Gott, wo wir drüber staunen. Ist euch das bewusst? Ein Gott, are you aware that we have actually a God that we can be in awe of? We can be in awe of how much he loves us. Zu jeder Tageszeit. That he loves us daily. Jeder Lohn, wo du gerade hast. Irrespective of your mood, God loves you. Ist doch immer wieder auch Grund zum staunen. It's really just a reason to be in awe of him. He cannot undo himself. He's God. He's a God of love. Und Nachtzeit. Und er hat uns ganz viel anvertraut. And he, and this God has given us so many things that he has entrusted in our lives. All of us, each one of us is an entrepreneur. We have so much. We have so much that God has entrusted to us. Are you aware? Millions, millions are entrusted to you. Yes, exactly you. And you are just precious in the eyes of God. And God is saying to us today, do something about it. All your possessions, clothes, furniture, food, possibly a car and a flat, everything that has been entrusted to you, God has entrusted it to you. And your abilities, of course, and the gifts, and your calling, this incredible potential that God has entrusted in your life. Some you already have used, and some not yet. Und nicht zuletzt auch die Menschen. And not the least are the people that God has entrusted to you, your family, small groups, work colleagues, all of them are just so precious, with incredible value. Maybe not fully, you're not fully responsible, but you are partially responsible for these things. How do you deal with this responsibility? Maybe you are not even so aware of it, of these millions that are entrusted in you. As an entrepreneur, it would be smart to have a certain conscious strategy and not just hope that things will turn out well. But you have to prepare for it. Maybe you can use this as a house plant that you can just wish it would live. But for people who are vulnerable in God's eyes, you have to consider really a strategy which is more desirable. This is precisely why we have this series. Today, we start today, it's a series of kings. We already started this a week ago, but it is a very good... The kings from the Old Testament, we are starting this... We are starting with the first king, one king, and then we are going through the kings in the Bible. The kings, we are going through the series of these kings in the Old Testament, because in the Old Testament show us practically and vividly how they're... Bei uns sind in der Regel nicht Nationen und nicht Tausende von Menschen, die wir darüber herrschen, aber, und die Tragweite ist somit nicht im gleichen Umfang, wie das bei diesen Königen war. Aber die Wichtigkeit ist wegen dem nicht kleiner. Nur weil du nicht über Millionen Menschen herrschst, heisst das nicht, dass deine Entscheidungen nicht auch einfach enorm entscheidend sein können und genauso verheerend oder auch wunderbar sein können über all das, was dir anvertraut ist worden. Und das werden wir jetzt einmal anschauen. Und ich liebe Geschichten aus dem Alten Testament. Ich liebe sie dort anzuschauen, weil sie eben so praktisch sind. Weil sie so sichtbar sind, wie es aussieht. Ganz praktisch, ganz plastisch. Ich sage häufig, das Alte Testament ist so klein wie der Film zum Buch. Einfacher zu folgen, irgendwo spannender verpackt, voller Action, voller Bewegung. Man bleibt dran, man kann sich irgendetwas ein bisschen darunter vorstellen. Man könnte auch sagen, eben, dass das Film zum Buch, ich bin zwar eher der Typ, lieber das Buch als der Film, wenn es gute Bücher sind, aber wenn ich so zwischen 16 Kapitel Römerbrief und 47 Kapitel Könige kann wählen kann, dann fasziniert mich der Römerbrief zwar sehr, aber so süffig zum Lesen und zum drin eintauchen, sind halt Könige gleich irgendwo mehr. Und darum lesen wir heute ein bisschen Könige. Wir werden in den nächsten Gottesdienst verschiedene Könige anschauen und uns von ihrem Vorbild anstecken
oder auch abschrecken. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist zum Nachmachen. Ich hoffe, das ist euch auch schon bewusst worden. Aber zum davon lernen, das auf jeden Fall. Und das wollen wir machen. Und vielleicht einen kleinen Hinweis vorneweg in die Serie rein. Mehr aufgeklärte Menschen aus dem 21. Jahrhundert hier im Westen, wir haben häufig so ein bisschen die Tendenz, Dummheiten und Gottlosigkeiten von diesen ach so naiven und vergesslichen Königen oder Volk Israel zu belächeln. Oder vielleicht auch ein bisschen hochnäsig oben runterzuschauen und denken, Mann, wie dumm seid ihr eigentlich. Aber probier doch mal in dieser Serie offen für Gottes Reden zu sein und dich selber anzuschauen. Wie du als König oder als Königin über all das, was dir anvertraut ist, wie du darüber regierst. Und wenn wir lesen, wie ein paar Könige mit den Propheten von Gott zum Beispiel umgegangen sind, dann frag dich oder frag Gott, wenn du es wagst, wie du mit seinem Reden, mit seinen Impulsen, mit seinen Warnungen umgegangen bist oder umgehst. Weil ja, vielleicht fallen wir nicht einen Prophet ins Gefängnis, wenn er mit der Botschaft von Gott kommt. Aber Gott kommt ja trotzdem noch mit Botschaften zu uns. Und wie gehen wir mit diesen Botschaften um? Nehmen wir sie wahr oder tun wir sie auch lieber irgendwo in ein Gefängnis stecken? Darum das als ein kleiner Hinweis vorweg, weil mir, wenn ich es so mache, bleibt ab und zu ein bisschen mein Lächeln im Hals stecken, weil ich merke, ja, sie sind zwar vielleicht dumm gewesen, aber ich bin nicht viel weniger. Wir gehen zum Amasia. Amasia, König, den ja sicher alle von euch sehr gut kennen, nicht halb so bekannt wie der David und der Salomo. Darum ich nehme ich gerne ein bisschen die Geschichte vom König Amasia. Und ich habe so ein bisschen Gottvertrauen als Thema darüber geschrieben, weil ich glaube, eine der Hauptaussagen, die ich aus dem Leben von Amasia herausziehe, ist die, Gottvertrauen ist eine tägliche Entscheidung. Das sehe ich bei ihm immer und immer wieder. Ich nehme nach rein in die Geschichte. Irgendwo startet sie 796 vor Christus. Also schon eine Weile her, der 25-jährige Amasia wird König von Juda. Etwa 200 Jahre vor ihm ist der König David, der eben bekannter ist, König geworden von Israel, hat seine Herrschaft dort angetreten. Aber die Herrschaft, das Reich, das hat keine 100 Jahre gehabt. Und das Volk Israel hat sich zerstritten, das Königreich Israel ist auseinandergefallen, es ist gespalten, es hat ein nördliches Reich gegeben, das in der Bibel nachher als Israel bezeichnet wird, im Königebuch und Chronikbuch, und ein südliches Reich, das Juda genannt wird, oder Südreich. Und Amasia war ein direkter Nachkomme von David und hat in Jerusalem regiert über den südlichen Teil, über Juda. Die Umstände, wie er König wurde, eher unschön. Sein Vater ist Opfer von einer Verschwörung geworden, von Knechten von ihm, von Ministern von ihm. Die haben ihn dann schlussendlich umgebracht und so ist der Amasia zu seinem Thron gekommen. Und trotz all dem hat der Amasia einen relativ guten Start hingelegt. Das Königebuch attestiert ihm Folgendes. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, also nicht so wie sein Vorfahren David. David ist ein anderes, natürlich eine andere Liga. Aber immerhin, wie sein Vater Joas getan hatte. Nicht schlecht, der einzige Makel, der uns da genannt wird, ist der, nur die Höhen, das ist der auf Folie 4, nur die Höhen kamen nicht weg, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Jetzt müssen wir ein bisschen Kontext haben, dass wir das einordnen können, was da gemeint ist mit diesen Höhen. Weil das Volk Israel hat immer wieder so gewisse Praktiken von anderen Völkern übernommen. Sie haben sich das abgeschaut und hat gedacht, hey, das machen wir auch. Das ist eine gute oder auch nicht so gute Idee. Und zum Beispiel eben die, dass man auf den Hügeln und unter grünen Bäumen können ein Altar bauen und so einem Gott dienen. Und dort die Opfer bringen. Und das war natürlich mega praktisch gewesen für ein Volk, das eigentlich auf Jerusalem gehen musste, zum Tempel, um dort Gott zu opfern und zu begegnen. Und das ist ja immer auch sehr ein beschwerlicher Weg, bis auf Jerusalem gehen. Je nachdem, wo du gewohnt hast, hat das irgendwo zwei Tagesmärsche oder mehr bedeutet, herlaufen. Dann bist du zwei, drei Tage dort, musst irgendwo schauen, dass du das Opfertier noch kannst kaufen oder nimmst eins mit und opfern und dann wieder zurück. Und in dieser Zeit liegt in dem Sinn dein Hof oder dein Zuhause brach und niemand schaut dazu. Das war immer eine rechte Organisation, um auf Jerusalem zu gehen und wieder zurück. Und das sind so die,
sag jetzt mal, die Drive-In-Altar. Irgendwo auf der Hügel und unter den grünen Bäumen. Sehr praktisch gewesen, sehr nah gewesen, unkompliziert gewesen. Und das haben sie von diesen Völkern abgeschaut. Und je nach geistlichem Zustand des Volkes Israel haben sie auf diesen Höhen irgendwelche fremden Götter geopfert. Das war so der Worst Case gewesen. Manchmal, wenn sie etwas besser unterwegs waren, haben sie immerhin einen richtigen Gott, dem Gott der Bibel, geopfert dort. Und wenn es wirklich gute Zeit war vom geistlichen Zustand, haben sie die Altäre abgerissen und die Heiligtümer zerstört und haben wieder den beschwerlichen, aber korrekten Weg nach Jerusalem genommen. Jetzt hier bei Amasia, Medium-Variante. Sie haben im richtigen Gott geopfert, aber im falschen Ort. Der Amasia hat eigentlich die Anweisung von Gott gekannt. Er hat eigentlich gewusst, was die Idee ist. Er hat die Mosebücher gekannt. Aber er hat es eben nicht überall so gleich ernst genommen oder genau genommen. Bei den Höhnen nicht so genau genommen. Anderen Orten sehr korrekt gehandelt. Zum Beispiel dort, wo er seine Königsherrschaft in festen Händen hatte, heisst, hat er den Knecht getötet, den sein königlicher Vater umgebracht hat. Und dann heisst es, aber die Söhne der Mörder tötete er nicht, wie es geschrieben steht im Buch des Gesetzes Mose. Gott hat gesagt, hey, es soll niemand sterben für die Sünden von seinen Vätern. Und der Amasia hat das ernst genommen und gesagt, ja, ich bringe die Söhne nicht um. Ich bringe nur die um, die mein Vater hat getötet. Und das ist natürlich brutal, das ist klar, aber es war in dem Sinn korrekt gewesen zu dieser Zeit. Oder? Und es war auch korrekt gewesen, dass er die Söhne nicht umgebracht hat. Er hat dort Gott und seinem Wort vertraut. Weil es ist ein gewisses Risiko dabei, oder? Wenn du Menschen tötest, dann ein Söhne nicht und musst immer damit aufrechnen, dass dort auch wieder Rache kommt. Aber er hat gesagt, hey, vertraue Gott. Wenn Gott sagt, er will das nicht, dann mache ich es nicht. Man sieht, an diesen Orten hat er sein Gottvertrauen fest auf Gott und sein Wort gesetzt, an anderen Orten nicht so genau genommen. Und so haben wir auch in den Chronikbüchern eine zweite Perspektive auf das Leben von Amasia. Und dort wird es wie folgt zusammengefasst. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Und ich habe den Vers in der Vorbereitung gelesen und er hat mich dort relativ krass getroffen. Und ich habe wieder den Eindruck, dass das ein Stück der prophetische Eindruck hat, den Gott hier hineinlegen will. Als ich es gelesen habe, habe ich mich wirklich gefragt, ist das nicht eine Beschreibung von unserer Christenheit in unseren Breitengrad? Ist das nicht genau das, was im Moment leider in unserer westlichen Welt abläuft mit Gott? Irgendwo durch haben wir Gottes Wort, wir kennen seine Ansprüche, wir kennen seine Moral, wir wissen, was er möchte. Und überall dort, wo es keinen Aufwand gibt, da sind wir voll dabei. Aber dort, wo es aufwendig wird, dort, wo es fängt an kosten, da sind Kompromisse plötzlich, bewusst oder unbewusst, möglich. Und ich will niemandem von euch irgendetwas unterstellen mit dem. Aber ich habe den Impuls bekommen, das einfach mal in die Mitte zu legen. Und dass jeder von uns sich fragen kann, Gott, wie stehst du zu dem? Und vielleicht haben wir den Vers noch einmal auf dem Screen. Wie stehst du zu dem? In Bezug auf mich. Wie siehst du mein Herz? Sagst du über mich, ich mache grundsätzlich, was du willst, aber nicht von ganzem Herzen? Oder Wie sieht das aus? Und ich will das hier so lassen, ich will das nicht weiter verteufeln. Das ist etwas, was jeder Einzelne darf gerne noch mitnehmen. Es ist möglich, dass Gott uns mit dem etwas sagen will. Der Amasia, der hat noch andere Parallelen zu vielen von uns, oder zumindest zu mir. Er hat sich nämlich sehr gerne auf menschliche Vernunft und Verstand verlassen. Kurz nachdem, dass er sein Amt hat angetreten, hat er seine Wehrmacht, seine Armee, seine Soldaten zählen und hat gemerkt, 300'000 ist ein bisschen dürftig. Klar, die Schweizer Armee wäre sehr happy, hat sie so viel. Aber 300'000, ein bisschen dürftig, ich brauche mehr. Und so hat er noch einmal 100'000 weitere Krieger angehört aus dem Nordreich. Schlussendlich waren die vom gleichen Volk, einfach aus dem anderen Reich. Hat denen viel Geld versprochen und gesagt, 100'000 von euch kommt mit mir kämpfen. Ich habe nämlich noch eine Rechnung offen mit Edom. Ein Nachbarvolk in eine andere Richtung.
Und er hat relativ viel Geld investiert, dass die 100'000 mit ihm bereit waren, mit ihm zu kämpfen. Und schon hat er wollen gehen. Da hat ein Prophet von Gott den Auftrag bekommen, zum Amasia zu gehen und ihm zu sagen, wenn die Gottlosen aus dem Nordreich, die anderen Götter anbeten, wenn du die mit in den Krieg nimmst, darfst du das machen, aber dann komme ich nicht mit. Das hat Gott ihm gesagt. Und Gott hat weiter gesagt, ich bin der, der dir den Sieg schenken kann und nicht die 100'000 mehr. Und der Amasia hat natürlich sehr schnell verstandesmässig erwidert, ja, was passiert mit meinen 100 Talent Silber, die ich investiert habe? Das sind immerhin 3,6 Tonnen Silber, die ich diesen 100'000 Mann gegeben habe, damit die mit mir in den Krieg ziehen. Und wir lesen weiter, der Mann Gottes sprach, der Herr hat dir noch mehr zu geben als nur das. Einfach dieser Satz. Grossartig, oder? Der Verstand von Amasia hat auch innerlich geschrien, nein, das darf nicht wahr sein. Aber, und das ist grossartig, der Amasia hat sich entschieden, sich von Gott zu hinterfragen, zu überführen und auf ihn zu vertrauen. Er hat diesen 100'000 Mal gesagt, hey, die habt euer Geld schon bekommen, dürft gehen, ohne zu kämpfen, geht wieder heim. Tschüss zusammen. Er hat das Silberverlust in Kauf genommen, hat die Söldner entlassen und ist in den Kampf gegangen. Mit Gott. Der Amasia hat sich entschieden, Gott zu vertrauen. Gott über das zu stellen, über seine finanzielle Situation, über den Sieg, über all das, er hat ihm vertraut. Und er ist nicht enttäuscht worden. Sie haben reiche Beute gemacht, sie haben gewonnen, sie haben mehr als die 3,6 Tonnen Silber, sie haben noch ganz viel mehr können mit heimnehmen. Es war alles in Ordnung. Ausser, dass der Erfolg am Amasia zu Kopf gestiegen ist. Er hat sich unabhängig gemacht von Gott und von Menschen, und er ist korrekturresistent geworden. Er hat sich nichts mehr sagen. Wir lesen 2. Chronik 25, 14 bis 16. Als Amasia nach dem Sieg über die Edomiter zurückkehrte, brachte er Götzen der Einwohner von Seir, also eben von dieser Region von Edom, mit. Er stellte sie als Götter auf, verneigte sich vor ihnen und verbrannte Weihrauch für sie. Da wurde der Herr zornig auf Amasia. Relativ verständlich. Und trotz allem, er ist zornig geworden, aber hat gesagt, und ich gebe ihm eine Chance. Er schickte einen Propheten. Er hat gesagt, ich rede noch einmal mit ihm. Ich bin zwar zornig und verrückt, aber ich rede noch einmal mit ihm. Zu Amasia, der ihn fragte, warum hast du die Götzen eines Volkes angebetet, die nicht einmal ihr eigenes Volk vor dir beschützen konnten? Doch der König fiel ihm ins Wort und sagte, habe ich dich etwa um Rat gefragt? Schweig oder ich lasse dich töten. Korrekturresistenz on top, oder? Bevor der Prophet ihn verließ, sagte er zu ihm, ich weiß, dass Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und meinen Rat nicht angenommen hast. Der Amasia hat sich entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Und weißt du, da kannst du nur so manchmal die Entscheidung Gott zu vertrauen. Es ist eben eine tägliche Entscheidung. Du kannst nicht sagen, ich habe das schon mal gemacht und jetzt muss ich nie mehr. So funktioniert Vertrauen nicht, das kennen wir, wissen wir ja alle. Lieber hat er sich eingebildet, dass die Götter die Edomiter schon vor dem Krieg haben verlassen und sich auf seine Seite haben gestellt und ihn auch in Zukunft werden begleiten und mit ihm siegreich können durchs Leben gehen. Und jetzt können wir sagen, so dumm. Oder ich kann mich auch an den Hinweis vom Anfang der Predigt erinnern. Wir können darüber lachen oder wir können uns fragen, wie genau sieht es denn bei uns aus? In Zeiten, wenn alles läuft, in Zeiten, wenn uns alles gelungen ist, in Zeiten, wenn wir unbesiegbar scheinen. Was macht das mit unserem Herz in diesem Moment? Haben wir dann das Gefühl, jetzt habe ich das Rezept, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kann ich es selber? Oder schaffen wir es dann, den Fehler nicht zu machen und Gott auch da wieder zu vertrauen? Weil es ist eine tägliche Entscheidung. Der Amasia hat kurze Zeit später einen Krieg mit dem Nordreich anzetteln, mit seinen Nachbarn im Norden. Und der König vom Norden hat gesagt, mach's nicht. Schon krass. Er hat gesagt, komm, wir kriegen miteinander. Das Südreich ist zum Nordreich gegangen und gesagt, komm, wir machen einen Krieg zusammen. Der König vom Norden hat gesagt, nein, komm, wir machen es gescheiter nicht. Lass sein.
Und er hat ihm gesagt, du magst stolz sein auf die Sieg über Edom und noch mehr Ehre suchen, aber bleib daheim. Bleib daheim. Warum willst du Streit anfangen und dir und den Einwohnern von Juda Unglück bringen? Aber der Amasi hat nicht hören, weil Gott hat beschlossen hatte, ihn zu vernichten oder sie zu vernichten, weil sie eben Götter von den Edomitern anbeten. Und so ist der Amasi gefangen genommen worden. Das Nordreich hat die Schätze von Jerusalem plündert. All das, was Gott ihnen von Edom hat gegeben und all das, was sie sonst noch im Tempel hatten, ist plündert worden. Und das Nordreich hat in Jerusalem die Stadtmauer aufgerissen auf einer Länge von 200 Metern. Weil sie Blutsbrüder waren, haben sie gesagt, wir bringen euch nicht alle um, wir zerstören Jerusalem nicht komplett, zerstören, aber wir zerstören einfach mal entblößen und zeigen, wie schutzlos ihr seid, wie machtlos ihr seid. Das war eine Demütigung. Und Amasia ist später irgendwann noch einmal frei geworden, aber er konnte nie mehr ein schönes Leben führen. Weil kaum war er frei, hat es eine Verschwörung gegen ihn gegeben, er musste fliehen, er ist geflohen, aber sie haben ihn gefunden. Und es ist das Gleiche passiert, wie schon mit seinem Vater. Er ist von einer Verschwörung heimgesucht worden und ist so umgekommen. Sein Stolz und seine Loslösung von Gott haben ihn und alles, was ihm anvertraut war, in das Elend geführt. Tod, Trauer, Verlust und Zerstörung waren das Resultat davon. Das ist soweit die Story von Amasia. Ansteckende Sachen, abschreckende Sachen. Die Frage ist, was machen wir damit? Wenn wir die Geschichte der Lalico sagen, ja, das ist 2800 Jahre alt, und ja, das ist sie. Aber der Gott ist der gleich und der Mensch ist halt immer noch Mensch. Und entsprechend können wir ganz, ganz viel daraus rausnehmen. Und ich habe am Anfang schon gesagt, für mich sind viele Geschichten aus dem Alten Testament wie das Bilderbuch zum Neuen Testament. Und so habe ich Gott gefragt, wo ist die Geschichte zu diesem Bild? Und er hat mein Herz aufmerksam gemacht auf Hebräer 3, die Verse 12 bis 14, ich werde das mal mit euch lesen. Und vielleicht seht ihr die Parallelen selber drinnen, wenn man es so hört. Achtet also darauf, heißt es im Hebräerbrief, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauernd, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Die Verse ermahnen uns, einander zu schauen, gemeinsam vorwärts zu gehen. Und wir sollen einander helfen, Tag für Tag die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich auf Gott zu vertrauen. Damasia hat eine rebellische Haltung angefangen, in all dem innen. Er hat dem Unglauben angefangen, Raum gegeben. Er hat dem Götzendienst angefangen, Raum gegeben. Er hat sich vom lebendigen Gott abgewendet, hat sich Gott und seinem Wirken gegenüber verschlossen. Das Ende für ihn und alles, was ihm anvertraut war, war brutal, war mega traurig. Und auch wir sind nicht davon gefeit. Ich habe am Anfang gesagt, uns ist so vieles anvertraut. Und unsere Entscheidungen, unsere Wege, die wir gehen, haben Einfluss auf all das. Diese Sachen direkter, diese Sachen indirekter, aber all das wird mit in Mitleidenschaft gezogen oder auch wird blühen. Je nach Entscheidungen. Bei uns ist es nicht das ganze Volk, das darunter leidet, aber vielleicht deine Partner, vielleicht deine Arbeitskollegen, vielleicht deine Talente und Gaben, die nie zum Zug kommen, wie sie es könnten. Vielleicht deine Lebensfreude, die Bach abgeht. Vielleicht auch deine Beziehung zu Gott, die immer mehr in die Ferne rückt und irgendwann austrocknet. Das ist unsere Verantwortung. Es geht um einiges, es geht um sehr, sehr viel, wie wir uns entscheiden, wie wir vorwärts gehen und wie wir einander helfen in all dem innen. Und ich möchte von Amasia lernen. Ich möchte von ihm lernen und ich nehme euch gerne einfach mit in meinen Lernprozess, in meine Learnings, die ich daraus ziehen will. Ich nehme euch mit ein paar Fragen.
Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich von Amasia lese und höre, ist: Wissen wir, weißt du, was in Gottes Wort steht? Der Amasia, wir haben es gehört, er hat irgendwie noch gewusst, was in den Mosebüchern steht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heisst, er hat es gelesen. Er hat gewusst, was drin steht. Und an diesen Orten hat er danach gehandelt, an anderen Orten nicht. Dort, wo er nicht danach gehandelt hat, hat er einfach Tür und Tor öffnen, um immer mehr dem gottlosen Treiben Raum zu geben. Und so ist es so bei uns. Wissen wir, was in Gottes Wort steht. Und ich will niemandem mit dem ein schlechtes Gewissen machen. Vielleicht liest es nicht so viel, wie du gerne wettest. Ja, mag sein. Aber wir können ab heute vorwärts gehen. Und ich will dich ermutigen, uns dir zu entscheiden, Gott und dem, was er gesagt hat, zu vertrauen. Und das ist eine tägliche Entscheidung. Ich vertraue dem, was ich lese. Und ich vertraue dem so, dass ich bereit bin, danach zu handeln. Und für das muss ich es irgendwo mal lesen. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist: Wer ist unser Ratgeber? Ist es die Vernunft? Ist es die Erfahrung? Ist es Gottes Geist? Sind es alle drei? Im Idealfall, ja, sind es alle drei. Aber wer hat am Schluss das letzte Wort? Das ist nicht die entscheidende Frage. Erfahrung und Vernunft sind da, um uns zu helfen. Ja, klar, hoffentlich. Weisheit soll wachsen, soll zunehmen. Erfahrungen soll zunehmen. Vernunft soll zunehmen. Aber vor allem soll das zunehmen, dass Gottes Geist in jedem Moment darf das Ganze übertrumpfen. Und so war es bei Amasia. Ja, vielleicht sind 300'000 Mann wirklich zu wenig, für einen Krieg zu ziehen. Aus Erfahrung heraus. Und er hat Massnahmen getroffen, aber er war schon bereit, wenn Gott redet, dann nehme ich den Weg. Und dort, wer ist unsere letzte Instanz, die darf reinreden? Gott vertrauen ist eine tägliche Entscheidung in allen Belangen. Darf Gott quer kommen? Der, was deinen Erfahrungen, deiner Vernunft und allem widerspricht. Und es ist nicht so, dass Gott immer einfach allem widerspricht. Vielleicht ist es eine kleine Korrektur, aber auch die darf er dir machen. Dritte Frage, die ich mitnehme, ist: Trauen wir Gott alles zu? Finanzen, ich habe 3,6 Tonnen Silber investiert. Das ist nicht wenig, was du abschreiben musst. Ja. Trauen wir ihm zu, dass das für ihn kein Problem ist? Trauen wir ihm zu, dass der Erfolg möglich ist, auch wenn man mit einem Viertel weniger Leute in den Krieg zieht? Trauen wir ihm zu, dass er aus wenig viel machen kann? Der Amasia hat Gottes Grosszügigkeit erleben, als er dort gehorsam war. Er hat eine Siegerung, er hat eine reiche Beute gebracht. Ganz so, wie es verheißen war, der Herr hat ihm noch mehr zu geben als nur das. Oder im Hebräerbrief haben wir vorhin gelesen: Wir haben Anteil an dem, was ihm gehört. Ja, was wem gehört? Was Christus gehört? Ja, was gehört ihm aus? Wir dürfen Anteil davon haben. Glauben wir das wirklich? Ist das uns, entscheiden wir uns, Gott zu vertrauen, auch in diesen Bereichen? Und die vierte Frage, die ich daraus nehme an Learning, ist das: Darf man die hinterfragen und korrigieren? Am Anfang hat Amasia das zugelassen. Er ist Korrektur. Kritik bereit gsi, hat Segen erlebt. Und als ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen ist, hat man ihm nichts mehr dürfen sagen. Einer ist gekommen und hat ihm gesagt: Hey, hab die Schnur, ich bring dich um. Das ist der Wandel, den er gemacht hat. Und das kann bei uns auch passieren. Dort, wo wir plötzlich sicher werden, wo wir das Gefühl haben: Jetzt weiss ich, wie es läuft. Jetzt habe ich das schon 3-mal gemacht, schon 100-mal gemacht, schon 1000-mal gemacht. Ja, vielleicht. Ist aber heute etwas anderes dran. Dürfen wir? Darf das uns jemand sagen? Darf Gott uns das sagen? Dürfen andere uns das sagen? Der Amasia hat sich in seiner Bubble innen verrennt. Er hat das Gefühl gehabt, wie gut er ist, wie gross er ist. Er ist grössenwahnsinnig geworden, hat das Nordreich einfach zu einem Krieg auffordert. Einfach just for fun, weil er es kann, weil er gut ist, weil er gross ist. So häufig haben wir doch auch so Impulse. Ja, jetzt weiss ich, wie jetzt mache ich es, jetzt reisse ich es an und alles im Griff. Dürfen wir da korrigiert werden? Und ich möchte euch jetzt zu einer Zeit einladen. Eine Zeit einladen, wo jeder von euch nur eine von diesen vier Fragen behandelt. Für sich selber. Es bleibt gerade so auf dem Screen. Und ich mache euch ein paar Vorschläge, wie wir das machen können. Die Jungs hier machen ein bisschen Musik im Hintergrund. Und wenn der erste Punkt irgendwie anspricht,
dann schnapp dir eine Bibel. Sie liegen in deiner Reihe, links, rechts von dir die Bibel. Du darfst dein Handy vornehmen und dort deine Bibel-App auftun. Lies ein paar Verse, red mit Gott darüber und frag, wie kann ich meinem Vertrauen dir gegenüber Ausdruck verleihen, wenn ich das, wie setze ich das jetzt um? Heute, morgen, die ganze Woche. Lies in seinem Wort. Gerade jetzt hast du 5 Minuten Zeit. Wenn Punkt 2 für dich das ist, dann ist vielleicht eine Entschuldigung dran bei Gott oder aber auch eine Frage, welche Entscheidungen willst du eigentlich noch etwas dazu sagen? Entscheidungen, die du vielleicht vor kurzem getroffen hast oder die jetzt anstehen. Gott einladen, red du, geh jetzt dort rein. Du bist meine letzte Instanz. Im dritten Punkt lohnt es sich allenfalls, einfach Gott alles zu weihen. Dein ganze Hab und Gut, dein ganze Sein, alles, was dir anvertraut ist, Gott zu weihen. Und sag es ganz konkret. Sag nicht einfach, Herr, alles, was ich bin und habe, ich danke dir und ich gebe es dir, sondern nenn es beim Namen. Und sag, Vater im Himmel, mein Auto, danke für das. Ich weihe es dir. Es soll deinem Ziel dienen. Herr, mein musikalisches Talent, danke vielmals. Ich weihe es dir. Es soll dich gross machen. Herr, mein Sohn. Herr, meine Ehe. Und so weiter. Sprich es aus. Jedes ganz konkret. Das hilft einem so, dass wirklich das Vertrauen rein Gott gegenüber auszudrücken. Und beim Punkt 4 darfst du gerne Gott um einen Freund oder um eine Freundin bitten. Und er dir aufzeigt, wo du das Recht sollst einräumen. Und vielleicht hast du die Person schon. Dann lade ich dich ein, dass du es jetzt gleich ihr sagst. Nimmst dein Handy, schreibst eine Nachricht und sagst, hey, lieber Freund, danke, darf ich dich haben. Du darfst und sollst mich hinterfragen und korrigieren. Ich bin angewiesen auf deine Aussicht. Bis gleich. Liebe Grüße. Dann mach das. Muss sich niemand schämen, das Handy zu führen, die Bibel zu nehmen. Wir kommen jetzt vor Gott. 3-4 Minuten und lassen das gleich konkret werden. Thank you.
finde das spannend. Wir dürfen ein Stückchen so eine Learning Community sein. Eine Gemeinschaft, die zusammen lernt, die zusammen wächst. Wir im Hebräer 3, Vers 14 haben wir gelesen, wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Wie haltest du mit aller Entschiedenheit fest und bleibst mit Jesus verbunden? Vielleicht ist das Thema für heute auch im Bethel Café, das am nächsten zu erzählen, wie du das machst. Ich kann dir erzählen, wie ich es mache. Und das heisst nicht, dass du das so machen musst. Es gibt verschiedene Wege, aber ich tue es gerne einfach mal mit dir teilen und du darfst es übernehmen oder auch nicht. Je nachdem, was dir da drinnen auch dient. Ich sage Jesus immer wieder mal ganz bewusst. Jesus, und auch heute würde ich mich wieder für dich entscheiden. Wenn ich mich noch nicht für dich entschieden hätte, heute würde ich mich wieder entscheiden. Ich bleibe meiner Entscheidung treu. Ich erneuere mein Ja zu dir. Und ich setze auch heute wieder mein ganzes Vertrauen in dich rein. Weißt du, wenn wir mal Gottes Kind sind, dann verlieren wir das nicht einfach. Wir müssen es nicht erneuern, die Kindschaft. Aber es ist auch weniger, dass ich es wegen ihm sage und ihn daran erinnere, sondern es ist vielmehr, ich erinnere alles in mir daran, dass ich mein Vertrauen auf Gott setze. In diesen Momenten, wo Zweifel sagen, du bist sicher, dann sage ich Gott, ich vertraue dir. Und liebe Zweifel, ihr dürft zwar vielleicht da sein, aber euch vertraue ich nicht. Liebe Sorgen, ja, die sind teilweise sehr berechtigt, aber mein Vertrauen geht in eine andere Richtung. Und ich mache das immer und immer wieder mal. Manchmal täglich, manchmal wöchentlich. Aber vielleicht hilft es auch dir, das Ja zu ihm wieder zu erneuern. Weil Gott vertrauen ist eine tägliche Entscheidung. In allem innen, immer wieder. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Sachen, wo kannst du dein Vertrauen drin setzen. Jeden Tag gibt es hunderte Möglichkeiten. Immer wieder zu sagen, und Gott, ich vertraue dir. Vielleicht ist es auch für dich heute dran, dem Jesus und so mit allem in dir zu sagen, dass du festhaltest an dem, was du dem für ihn entschieden hast. Jesus ist für dich und deine rebellische Haltung gestorben am Kreuz. Und Gottes Zorn und der ewige Tod sind der Lohn für die Abkehr von Gott. Amasi hat das bitter müssen erleben. Aber Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Er hat sie auf sich genommen, ist gestorben am Kreuz, obwohl er der Einzige ist, der die Strafe nicht verdient hat. Er ist stellvertretend für dich und für mich gestorben am Kreuz. Und indem wir unsere Zuversicht, sprich unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf ihn setzen, auf Jesus setzen, an ihn glauben, bekommen wir Vergebung, bekommen wir Zugang zu Gott, bekommen wir neues und ewiges Leben. Wir werden nicht enttäuscht werden, wir werden Kinder von Gott. Und das bleiben wir. Das müssen wir nicht täglich erneuern. Was wir täglich dürfen erneuern, ist, dass wir in allem innen, in uns, wo die in eine andere Richtung wieder ziehen, sagen, nein, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden für den Jesus Christus. Und wer die Entscheidung schon getroffen hat für Jesus, für den ist es vielleicht heute dran, einfach heute vor Gott zu kommen und sagen, und auch heute wieder entscheide ich mich für dich, mit allem, was ich bin und was ich habe. In Momenten, wo es gut geht, in Momenten, wo es schwieriger geht, Gott, ich entscheide mich für dich. Wir können jetzt euch genau die Augen zutun und vielleicht hat es auch Leute da, die die Entscheidung selber noch nie getroffen haben und die merken, ich will mich heute das erste Mal dafür entscheiden, dem Gott zu vertrauen, mein Leben ihm herzugeben. Wenn das du bist, darfst du jetzt auch deine Hand aufstrecken als Zeichen für mich, aber auch einfach als Zeichen Gott gegenüber Gott, ich strecke meine Hand zu dir aus. Du darfst jetzt auch deine Hand aufheben, wenn du sagst, ich will dem Gott mein Leben hergeben. Und du darfst mit mir beten. Jesus, ich bin bis jetzt meine eigenen Wege gegangen. Ich habe nicht nach dir gefragt. Und das tut mir leid. Bitte vergib mir meinen Alleingang. Danke, bist du am Kreuz stellvertretend für mich gestorben. Und 3 Tage später wieder auferstanden. Ich glaube, dass du Gott bist und dass du es gut meinst mit mir. Nimm mein Leben, mach es neu
und führ du mich auf deinen Wegen. Amen. Lass uns Menschen sein, von denen es würde heissen, und sie taten, was recht war in den Augen des Herrn, von ganzem Herzen. Lass uns Menschen sein, die sich täglich für Gott und das Leben in der Nachfolge von Jesus Christus entscheiden und in dieser Zuversicht festhalten, in Zeiten, wo es gut ist, in Zeiten, wo es schwieriger ist, in Zeiten, wo es turbulent ist, in Zeiten, wo der Erfolg da ist. Lass uns Menschen sein, die aufeinander Acht geben. Und ich rede nicht von einer Kultur von Kritik, dass man einander alles immer gezeigt, sondern eine Kultur von der Liebe, die es nicht zulassen will, wenn der andere irgendwo auf Abwägen kommt. Weil man dann merkt, ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich will unterstützen. Und lass uns Hilfe annehmen. Das ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern es führt dazu, dass alles, was uns anvertraut ist, als Unternehmerinnen und Unternehmer, zum Blühen kommt. Und lass uns Menschen sein, die sich täglich für Gott Vertrauen entscheiden. Und jetzt dürfen wir Menschen sein, die Gott anbeten mit Liedern oder auch einfach mit Gebet, wie auch immer es dir wünscht. Ihr dürft auch gerne hingehen, es sind Mann und Frau, die gerne mit euch beten, was auch immer deine Anliegen sind. Nutzen wir die Zeit, ehren wir den grossen Gott, der alles für uns gegeben hat.